Ja, hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Siegfried Eichhorn und in dem Video geht es um einen Vergleich zweier AirPod-Generationen. Ich habe jetzt hier einmal die nagelneuen AirPod Pro mit dieser aktiven Geräuschunterdrückung und die ältere Version der AirPods. Zur älteren Version ist zu sagen, dass ich die seit 3 Jahren selbst im Einsatz habe, habe die auch fast jeden Abend im Ohr, wenn ich nachts im Bett liege und noch ein bisschen Musik höre oder YouTube gucke. Ja, und jetzt seit 2 Wochen haben diese AirPods Pro den Weg in unser Haus gefunden. Mein Fazit zu den beiden kriegt ihr am Ende vom Video. Macht euch selbst jetzt einen Eindruck von meinen Erfahrungsberichten zu diesen beiden verschiedenen Modellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es jetzt direkt um das Design geht, die alten AirPods schauen bei Weitem nicht ganz so abgespaced und so geil aus wie die neuen AirPods. Oder beziehungsweise die neuen AirPod Pros. Die neuen AirPod Pros sind um ein ganzes Stück kürzer als die alten, haben auch an der Unterseite nicht mehr dieses Mikrofon verbaut, wie es in der alten Version zu sehen ist, und werden jetzt auch mit diesem Silikon-Tipp, also mit diesem Silikon-Ohren-Tipp mitgeliefert. Da gibt es auch verschiedene Aufsätze dafür. Also das heißt, es gibt einen Aufsatz für kleine Ohren, für normale Ohren und für große Ohren. Also da müsst ihr selber auch mal rumprobieren, welche Ohreinsätze am besten passen. Um die Passgenauigkeit dieser Silikontipps im Ohr richtig feststellen zu können, hat sich Apple auch was Cooles einfallen lassen. Es gibt in den Bluetooth-Einstellungen von den AirPods Pro einen Ohrpasstest. Die steckt man sich dann ins Ohr, spielt Musik ab und nach 5 Sekunden sagt einem dann das Telefon, dichten die gut ab, sind die von der Größe her passend für dein Ohr. Also coole Sache, coole Idee. Diese Funktion gibt es bei diesen nicht. Also das ist eine Standardgröße. Entweder die passen ins Ohr oder die passen nicht. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass sie gerade bei jungen Menschen, bei Kindern, öfter mal auch aus dem Ohr herausfallen können. Und da kauft man sich öfter auch solche Silikonaufsätze für, was weiß ich, 6, 7 Euro auf Amazon dazu. Und dann halten die auch ganz gut. Aber bei einem Jugendlichen oder Erwachsenen, der normale Ohren hat, da halten die sehr, sehr gut. Auch beim Sport, beim Rennen, beim Joggen, Fahrradfahren. Also mir sind sie noch nie herausgefallen. Ich habe da auch ein uraltes Video dazu gemacht, könnt ihr ja auch mal kurz reinschauen. Also die alten AirPods sind bekannt. Die steckt ihr einfach so ins Ohr, bleiben drin, haben sich gerade schon connected mit meinem iPhone. Ich merke die eigentlich kaum in meinem Ohr, sie stören mich nicht. Alles ist cool, so wie ich es eigentlich kenne. Jetzt muss ich sagen, zum Tragekomfort von den neuen AirPods ist es so, ist ein Gefummel, bis die aus der Kiste da rauskommen. Es ist so, wenn ich mir die jetzt hier in die Ohren stecke, ist es schon recht schwer gegangen. Die haben sie jetzt auch verbunden mit meinem Telefon. Und ich merke jetzt gleich so in den ersten Sekunden ein Druckgefühl in meinen Ohren. Also ich merke tatsächlich, da steckt was drin. Diese In-Ears üben wirklich einen gewissen Druck irgendwie im Innenohr auf mich aus. Wobei man sich da auch schnell dran gewöhnt. Nach 2, 3 Minuten ist dieses Druckgefühl wirklich weg, wenn die Musik an ist. Und ja, sind aber nicht ganz so geil für mich gefühlt wie die alten, weil die alten merke ich überhaupt nicht. Und es ist kein Gefummel, die reinzudrücken. Schön her. Zack, sitzen, sind drin. Die anderen, die muss man richtig reinstopfen ins Ohr. Wie Oropax fast schon. Jetzt sind sie fest drin. Aber dieses Druckgefühl ist echt irgendwie gewöhnungsbedürftig. Auch zum Punkt Tragekomfort habe ich auch ein wichtiges Thema für mich jedenfalls. Ich schlafe nämlich nachts ganz oft auch mit diesen AirPods in den Ohren ein. Und dabei lege ich mich natürlich auch irgendwann mal auf das Kissen. Und ich merke die AirPods in meinem Ohr zumindest nicht. Also es kommt tatsächlich vor, dass ich nach ein paar Stunden aufwache oder früh am Morgen aufwache und merke, ups, ich habe ja noch die Dinger im Ohr. Hat mir einfach nicht gestört beim Schlafen. Das geht mit den alten, aber das funktioniert mit den neuen auf keinen Fall. Also wenn ihr die im Ohr drin habt und legt euch rechts aufs Kissen, ist der Druck so groß, weil die einfach so klobig sind auf dem Ohr, dass es einfach weh tut. Also da ist die holt ihr raus, bevor ihr einschlaft, das schwöre ich euch. Wo wir auch schon jetzt bei den alten und dem Tragekomfort sind. Ich muss euch sagen, nach mehreren Wochen Einsatz verdrecken die hier. Also jeder hat ja
gewissen Ohrenschmalz in den Ohren, auch wenn man sich jeden Tag die Ohren wäscht, aber da drin bleibt, in diesem Lautsprecher, bleibt Ohrenschmalz drin hängen. Und den sollte man ja auch alle paar Wochen mal mit einem Zahnstocher oder einem Wattestäbchen irgendwie rauspulen. Deshalb Apple bei diesen neuen Silikonteilen ja cooler einfach gelöst durch diesen Silikonaufsatz. Gibt es hier in dem Lautsprecher selber keinen Ohrenschmalz mehr, den kann man dann ganz easy abwaschen unter Wasser oder halt mit einem feuchten Tuch. Und das ist eigentlich viel hygienischer, muss ich sagen, die neuen Teile. Was mir auch noch gleich aufgefallen ist, die Gestenkontrolle. Die gab es ja jetzt auch schon bei den alten AirPods. Die hatte ja so funktioniert, man hatte das AirPod im Ohr und musste zweimal drauf tippen, um zum Beispiel Siri zu aktivieren oder einen Song anzuhalten oder zu stoppen. Na, jetzt hat er gerade angefangen. Und durch dieses Draufdrücken hat man wirklich ein unangenehmes Gefühl im Ohr, weil es einfach klackt im Ohr. Also es tut fast schon weh und es nervt einfach. Vor allem, wenn man das auf dem Fahrrad macht oder beim Joggen, haut man daneben. Das ist einfach ein absoluter Schmarrn. Bei den neuen haben sie es auch wiederum besser gelöst, weil hier gibt es jetzt eine Drucktaste, die also die druckempfindlich ist, wenn man die leicht klickt. Und es funktioniert auch so, wenn man einmal kurz drauf drückt, so zack, hat man den Song gestartet, wie jetzt gerade. Jetzt drücke ich nochmal drauf, um den Song zu pausieren. Es gibt auch ein haptisches Klack im Ohr, was aber nicht störend ist. Wenn man zweimal drauf drückt, spult es einen Song weiter vor. Also es gibt den Song vor, bei dreimal spielt es den vorherigen Song nochmal. Und wenn man diese Taste länger gedrückt hält, sagen wir jetzt mal ein, zwei Sekunden, dann wechselt der Modus zwischen Transparentmodus und zu aktiver Geräuschunterdrückung. Was echt eine geile Sache ist. Also diese vielen Funktionen gibt es bei den alten AirPods nicht. Und das ist wirklich, wirklich was Cooles, weil dieses Rumgehaue auf den alten, das war überhaupt nicht mein Ding, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Dann eigentlich zum Wichtigsten, der Klang. Wenn ihr die AirPods und die AirPod Pros in einem ruhigen Raum, wie jetzt gerade, in den Ohren habt und Musik hört, hören die sich fast identisch an. Ich würde jetzt sagen, dass die AirPods Pro marginal einen besseren Bass abliefern, aber ich höre kaum einen Unterschied und der ist nicht mit 100 € Aufpreis irgendwie gerechtfertigt zwischen den alten und den neuen. Aber sitzt ihr zum Beispiel jetzt in der U-Bahn, S-Bahn oder auch im Flugzeug und ihr wollt dieses Brummen oder in der Bahn dieses Schienenklackern irgendwie ausblenden, dann, Freunde, ist die aktive Geräuschunterdrückung absoluter Hammer. Also ihr hört nur noch glasklar die Musik und nichts mehr um euch herum. Das ist der Hammer. Können die Alten nicht mithalten. Also wirklich im ruhigen Raum, same, same, aber draußen in der Natur, draußen im Auto oder so, dann blendet ihr alles andere aus. Es gibt allerdings auch einen Transparenzmodus, den könnt ihr im iPhone auch unter den Kopfhörereinstellungen wählen. Da kommen die Außengeräusche sehr gut im Ohr noch an und ihr könnt sogar Musik hören und euch nebenbei noch mit jemandem unterhalten, ohne den AirPod wieder aus dem Ohr raus zu fieseln und ja, mit der Person zu sprechen. Also schaltet einfach den Transparenzmodus an, dann könnt ihr meinetwegen Fahrrad fahren und hört alle Umgebungsgeräusche noch um euch herum. Oder auch beim Joggen ist vielleicht ganz sinnvoll. Wo wir auch beim Joggen sind, also Schweiß und leichter Regen macht diesen AirPod Pros überhaupt nichts mehr aus. Ich bin zwar auch schon im Regen mit diesen AirPods gejoggt und wenn nicht oft, aber Regen hat denen jetzt eigentlich auch nichts ausgemacht, aber die sind jetzt wirklich angegeben mit wasserabweisend und im leichten Regen oder Schweiß im Fitnessstudio macht denen nichts, den können nichts anhaben. Geduscht habe ich noch nicht mit denen, habe ich noch nicht gebraucht bisher. Beide AirPods, also die Pros und die Einser, kommen in so einem praktischen Ladecase daher. Und was euch bestimmt gleich auffällt, ist, dass die Einser AirPods in einem viel kleineren Ladecase untergebracht werden können. Das Klicken an sich ist auch ein bisschen dumpfer. Ja, Klicken an sich ist etwas dumpfer bei denen, wer es wissen will. Wobei ich dieser Magnetverschluss und das Klicken eigentlich sehr, sehr geil finde. Ich habe meine AirPods auch noch nie verloren, weil das Argument höre ich auch schon immer. Immer öfter eigentlich, ach, die Dinger verliert man doch. Ich habe sie noch nie verloren. Also, das sind Gelaber, die sind so gut aufgeräumt in dem Case, dass die in der Hosentasche super Platz haben. Also, die nehmen sich nichts. Auch
trotz des größeren Cases könnt ihr die super gut in der Hosentasche verstauen. Für mich gibt es derzeit keinen Grund, von den alten AirPods auf die neuen AirPods Pro abzugraden, weil vom Sound her in meiner häuslichen Umgebung nehmen die sich nichts oder fast nichts. Ich bin mit meinen alten AirPods immer noch glücklich. Die Akku-Lebensdauer ist auch noch super gut. Da gibt es echt nichts zu bemängeln. Wenn ich jetzt aber viel in der S-Bahn unterwegs wäre oder draußen und möchte glasklar meine Musik hören ohne Umgebungsgeräusche, dann würde ich mir tatsächlich diese Active Noise Cancelling AirPod Pro Version holen, auch wenn sie 280 Euro kosten. Ich weiß nicht, ob sie ihr Geld wert sind. Ich kann nur sagen, dass die Verbindung zum iPhone optimal ist. Es gibt keine Verbindungsabbrüche. Wenn Anrufe reinkommen, kann man mit beiden Versionen Telefonanrufe super gut entgegennehmen. Man versteht den Anrufenden und ist auch selbst sehr gut zu verstehen. Also, wer die eher draußen nutzt, ist Noise Cancelling ein geiles Feature. Wer AirPods eher im häuslichen Gebrauch nutzt, abends im Bett beim Einschlafen, weil man zum Beispiel nicht seine Frau oder was stören möchte, dann ist man mit den alten Teilen auch noch sehr gut bedient. Das ist mein Fazit. Mich würde es interessieren, wer hat sich schon die neuen AirPod Pros geholt? Seid ihr damit zufrieden? Oder sagt ihr, hi, doch eine Stange Geld, ich kann auf die gut und gern verzichten, ich nutze irgendwelche anderen. Schreibt es unten in die Kommentare rein. Wäre cool, wenn ihr euch dazu äußert, und wenn euch das Video irgendwas gebracht hat, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Jetzt sage ich Servus, euer Sigi, und wünsche euch ein schönes und gesundes neues Jahr. Bye bye, ciao.